Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der Drittligapartie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und der Spielvereinigung Unterhaching. Primär wird die Pressekonferenz präsentiert von Radio Fernseh Hamidinger. Ich darf recht herzlich begrüßen die beiden Trainer. Zu meiner Linken Heiko Herrlich aus Unterhaching und zu meiner Rechten natürlich wie immer unseren Markus Wenzel. Ja, ich glaube, wir haben heute einen verdienten Jahn-Sieg gesehen. Die zwei Torschützen waren das 1:0 durch Elfmeter Tobias Schweinsteiger und dann das Goldhändchen von unserem Trainer eingewechselt, Selçuk Alibas, mit dem 2:0. Wir wollen uns jetzt mal die Stimmen der beiden Trainer anhören. Ich darf beginnen mit Heiko Herrlich. Ja, ich denke, der Sieg für Regensburg geht absolut in Ordnung. Regensburg hat besonders in der ersten Halbzeit viel mehr investiert fürs Spiel, viel aggressiver in die Zweikämpfe gegangen und damit hatten wir große Probleme. Wir haben es nicht geschafft, unser Spiel auch so aufzuziehen, dass wir überhaupt in der ersten Halbzeit zu einer Torchance gekommen sind. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Wir sind dann besser ins Spiel gekommen. Haben zwei gute Möglichkeiten gehabt, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die haben wir eben nicht genutzt. Und nach der roten Karte mussten wir ja auch den Markus Schwabel vom Platz nehmen. Und in 9 gegen 9 haben wir eben aufgemacht, dann noch einen Konter bekommen. Dadurch sind wir 2:0 hinten gelegen und haben dann nichts mehr zuzusetzen gehabt. Insgesamt finde ich, geht der Sieg für Regensburg absolut in Ordnung. Ja, vielen Dank, Heiko Herrlich. Dann zunächst mal herzlichen Glückwunsch an dich, Markus. Natürlich zufrieden. Ja, danke. Wir sind natürlich heute zufrieden, ist klar. Es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns und dementsprechend sind wir natürlich auch zufrieden. Erstmal Glückwunsch an die Mannschaft. Ich glaube, wir haben gerade die erste Halbzeit sehr, sehr guten Fußball gespielt. Wir sind gut ins Spiel reingekommen. Wir müssen normalerweise nach einer Minute schon in Führung gehen, als der Jimmy Müller ganz alleine auf den Torwart zuläuft. Und das wäre natürlich so Türöffner für Spiele oder so Schlüsselsituationen, die man für sich entscheiden muss, um dann auch vielleicht schon frühzeitig alles klar zu machen. Aber wir haben uns sehr, sehr schwer getan, Tore zu erzielen, auch bei der klaren Feldüberlegenheit hat vielleicht der letzte Pass oder die letzte Konsequenz gefehlt. Die Chancen waren da, eins machen wir, wo der Linienrichter dann die Fahne winkt und das ist natürlich dann bitter, aber wir haben in der 40. Minute, glaube ich, nach einem schönen Angriff und einer schönen Aktion über Michael Klaus den Elfmeter rausgeholt und Tobi Schweinsteiger verwandelt den und dadurch waren wir 1:0 in der Halbzeit vorne. Das war vielleicht ein, zwei Tore zu wenig, ansonsten war die Leistung sehr, sehr ansprechend. Zweite Halbzeit hat man dann gemerkt, es ist immer so, wenn man nur 1:0 führen kann, eine Aktion des Gegners erreicht und das war vielleicht in den Köpfen meiner Spieler auch drin. Deshalb war man zweite Halbzeit nicht mehr ganz so aggressiv und ganz so konsequent und dominierend, aber wir haben es dann in der 87. oder 85. kurz vor Schluss geschafft, mit dem 2:0 von Selçuk Alibas eben die Entscheidung herbeizuführen. Und ich glaube, das war im Großen und Ganzen auch sehr, sehr verdient. Ja, wir sind heute glücklich. Leider ist jetzt wieder Länderspielpause wie beim letzten Mal, als wir zufrieden waren. Nach Saarbrücken müssen wir jetzt wieder 14 Tage warten, bis es weitergeht, aber ich gehe davon aus, dass wir das auch überbrücken können. Und dann in Chemnitz in 14 Tagen an die Leistung hoffentlich anknüpfen können. Danke. Ja, vielen Dank, Markus Wenzel. Wir kommen zu den Fragen der Medienvertreter. Markus, hast du zum Alibas gesagt, du bist jetzt ein Manchester Tor? Ja, das sage ich immer zu den Spielern, die dann zum Schluss reinkommen und Spiele entscheiden dürfen sollen. Und endlich mal war es so, das würde ich mir öfters wünschen, dass ich jemanden einwechsle und er macht entscheidende Dinge. Heute war es. Gott sei Dank und endlich mal wieder so und so wünschen wir uns natürlich Selçuk Alibas. Mit Zug zum Tor, dass er einfach mal sein Herz in die Hand nimmt, der hat es gemacht. Das waren 20 Meter oder 22 Meter, schöner Schuss ins Eck und das hat mich für ihn und natürlich auch für uns sehr, sehr gefreut. Von der Wichtigkeit her, dieser Sieg, was doch ein bisschen, entweder ihr bleibt da oder ihr fällt ein paar Plätze zurück. Ich glaube, dass das ein sehr, vom Saisonverlauf her, sehr wichtiger Heimsieg war, oder? Von der Wertigkeit. Ja klar, das haben wir gewusst. Ich habe es vor der Partie bewusst ein bisschen runtergespielt, aber uns war schon klar, dass dieser Sieg heute sehr, sehr wichtig sein kann. Eine Niederlage wäre bitter gewesen, weil dann noch alles enger wird und man von der Euphoriewelle vielleicht ein bisschen runter
gespült wird, weil man dann vielleicht nur noch 7. 8. wäre. Aber so ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Die Mannschaft hat sehr, sehr Gutes umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten Unterhaching früh attackieren, ihnen die Räume nehmen, die sie brauchen, um Fußball zu spielen, ihnen den Spaß am Fußball zu nehmen. Das haben wir getan, viele Balleroberungen gehabt und darüber hinaus wissen wir, dass wir mittlerweile auch ordentlich Fußball spielen können und das haben wir in der ersten Halbzeit gerade sehr, sehr gut umgesetzt. Die Auswechslung Hein, war die verletzungsbedingt? Nein, Oliver Hein hatte gelbe Karte in der ersten Halbzeit und macht 2 Fouls nach der Halbzeit und ich glaube, beim nächsten Foul wäre er dann marschiert und das können wir uns nicht leisten. Von daher war die Auswechslung die logische Folge, aber wir haben dann in der Phase schon gemerkt, dass es nicht mehr so rund lief und Schlauterer hat zusammen mit Kurz und dann später mit Casal einige Zeit gebraucht, bis er das wieder geordnet hat, aber ich glaube im Großen und Ganzen haben wir es dann geschafft, den Sieg dann verdient nach Hause zu fahren. Was sagst du zu der roten Karte für den Kurz? So eine faule Mittelhand? Ja klar, ob es dann rot war oder nicht, ich muss mal im Fernsehen vielleicht mal sehen, muss man überhaupt mal die Situation dann vielleicht analysieren. Schwabel bringt da vorher schon ein bisschen Hektik ins Spiel, wo er Geld bekommt, wo er da reklamiert, was er gar nicht notwendig hat, sondern er sollte einfach weggehen und darauf war es vielleicht ein bisschen aufgehitzt das Ganze und Kurz kommt von der Seite, macht das Foul, sollte er natürlich nicht so machen, völlig unnötig, aber ja, eine junge Mannschaft und er ist auch ein junger Spieler, der sehr, sehr motiviert ist und in der Phase ja, vielleicht ein wenig übermotiviert war. Aber ja, das werden wir auch kompensieren können. Okay. Eine Frage an Herrn Herrlich. Ihr seid zu Hause, ihr seid eine richtige Torfabrik. Auswärts seid ihr nicht so erfolgreich. Ich sage jetzt, wenn man die Heim- und Auswärtsbilanz dagegen hält, warum seid ihr auswärts, nicht so aggressiv? Also ich möchte jetzt noch mal kurz was zu der Schwabel-Geschichte sagen. Ich muss jetzt gut durchatmen, damit ich jetzt nicht was Falsches sage. Aber der Junge liegt in der Kabine und hat Schmerzen. Da kann man sich die Fernsehbilder anschauen, wie man will. Also eine klare rote Karte gibt es gar nicht. Und wer da Hektik reingebracht hat in das Spiel, das kann man uns auch nochmal in Ruhe anschauen. Ja, jetzt zu Ihrer Frage. Ja, es ist klar, dass wir die Leistung, die wir zu Hause bringen, die wir mit unseren hohen Ergebnissen auch für uns entscheiden können, dass wir das zumindest in den letzten 4 Spielen nicht geschafft haben, auch auswärts so zu spielen. Man muss einfach auch sagen, Regensburg hat es gut gemacht. Der Gegner hat es gerade richtig analysiert. Sie haben die Räume zugelaufen, sie haben aggressiv gegen uns gespielt, uns keinen Spaß am Fußball spielen gelassen und wo muss man gegen spielstarke gegen spielen, da hat meine Mannschaft nicht die Möglichkeit gegenzuhalten. Da müssen wir einfach uns weiterentwickeln, müssen den Kampf annehmen, dagegen halten und dann erst Fußball spielen. Da ist einfach wichtig, ein Lernprozess für meine junge Mannschaft, dass man einfach da die Reihenfolge einhält. Herzlichen Dank. Darf ich auch kurz was dazu sagen? Herzlichen Dank. Gerne. Da will ich natürlich jetzt schon einen Satz dazu sagen. Ich habe nicht gesagt, dass Markus Schwabel schuld war, dass er dann gefoult wird. Es ist natürlich klar, dass uns die Verletzung nicht freut und dass das natürlich ein dummes Foul war. Aber ich wusste nicht, dass er jetzt so schwer in der Kabine liegt und verletzt ist. Da wünschen wir ihm natürlich gute Besserung. Aber trotzdem ist es so, dass er die Aktion vorher, wo er Geld bekommt, wenig Hektik reinbringt. Und ich sage auch nochmal, dass sie dadurch nur unser Spieler vielleicht anstecken hat lassen und dadurch eventuell übermotiviert war. Aber Markus Schwabel wünschen wir natürlich gute Besserung. Herr Herrlich, bitte Mikrofon. Danke. Herr Herrlich, wissen Sie denn, was mit Markus Schwabel ist? Gibt es da schon eine Vermutung? Wir werden jetzt ihn ins Krankenhaus bringen für eine weitere Diagnostik. Er ist auf jeden Fall am Sprunggelenk verletzt. Und dann müssen wir jetzt einfach schauen, was die Ursache war. Der Flo Niederlechner ist ja auch schon verletzt raus. Sie hatten dann auch schon die anderen beiden Stürmer zum Warmlaufen geschickt. Ich weiß, war das wegen der Verletzung oder hatten Sie die schon so ein bisschen demonstrativ zum Warmlaufen geschickt? Nein, das ist direkt nach der Verletzung habe ich die zum Warmlaufen geschickt und habe mich halt dann für eine Scheibe entschieden. Weil ich die Hoffnung hatte, dass er auf den
Boden besser zurechtkommt und vielleicht mal in der einen oder anderen Situation sich im 1 gegen 1 durchsetzen kann und da vielleicht eine Aktion für uns hat, wo man ein Tor vorbereiten kann oder ein Tor selbst macht. Was ist mit Florian Niederrecher? Ist die Nachricht? Ja, dann müssen wir auch schauen. Der wird auch jetzt erstmal untersucht und dann wird man feststellen, was er da genau hat. Aber das bringt jetzt nichts, eine Diagnose vorab abzugeben. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich die Endergebnisse des heutigen Spieltags nochmal für Sie. Bereits gestern die Partie Darmstadt 98 gegen Carl Zeiss Jena 3:0. Heute die Begegnungen Bielefeld, Rot-Weiß, Oberhausen, unseren nächsten Heimgegner 3:0. Osnabrück und Werder Bremen 2:3 sich unentschieden 1:1. Stuttgart, die zweite Mannschaft, verliert mit 1:0 gegen den SV Sandhausen. Saarbrücken und Preußen Münster trennen sich unentschieden 2:2. Burghausen mit dem ersten FC Heidenheim mit 2:1. Erfurt und die Kickers aus Offenbach trennen sich unentschieden 0:0. Wien Wiesbaden besiegt Chemnitz mit 2:0. Und Aalen unterliegt dem SV Babelsberg mit 1:3. Noch ein Ergebnis unserer zweiten Mannschaft, die bei Dergaspor Nürnberg gespielt hat und dort mit 4:0 gewonnen hat. Ja, das war's für heute. Ich darf unseren Gästen aus Unterhaching eine gute Heimreise wünschen. Den verletzten Spielern natürlich möglichst schnell die Lesung und eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns wieder im Endspiel gegen Oberhausen. Bis dahin, ein schönes Wochenende.